Ich stelle Ihnen gerne kurz meinen politischen Vorstoß vom Sommer letzten Jahres vor, wie das meine Vorrednerin in der Begrüßung gesagt hat. Ich verlange dort eine Verbesserung oder ich stelle Fragen vor allem betreffend einer Verbesserung der Informationen für Patientinnen und Patienten. Es geht mir in meinem Vorstoß vor allem darum, dass Patientinnen und Patienten die Informationen erhalten, die sie benötigen, um für ihre individuelle Gesundheit relevante Entscheidungen treffen zu können. Nächste Slide. Wir sind uns sicherlich einig, dass häufig verschiedene Behandlungswege medizinisch vertretbar sind. Meist sind sie mit unterschiedlichen Risiken und Chancen verbunden. Mit den Risiken und Folgen eines einmal gewählten Behandlungswegs muss der Patient oder die Patientin leben. Wie sich die gewählte Herangehensweise auf das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten auswirkt, ist jedoch individuell und sehr unterschiedlich. Einige Menschen nehmen gerne längere Behandlungszeiten und viele Therapiesitzungen in Kauf, wenn sie damit eine Operation verhindern können. Andere sind froh, wenn eine schmerzende Schulter rasch operiert wird, weil sie der Schmerz zermürbt. Und so sind wir alle sehr unterschiedlich unterwegs. Nächste Slide. Die Definition von Gesundheit der WHO gibt genau das wieder, was ich sagen will. Gesundheit ist nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen, sondern ein Zustand des körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens. Wie eine möglichst gute Gesundheit in diesem umfassenden Sinne erreicht werden kann, kann nur gemeinsam mit der Patientin, dem Patienten herausgefunden werden, denn sie oder er weiß, was für ihr individuelles Wohlergehen wichtig ist. Ein Beispiel dazu. Der behandelnde Rheumatologe empfahl seiner Patientin mit einer Autoimmunkrankheit, den physischen Kontakt mit anderen Menschen während der Corona-Pandemie wegen ihrer immunsupprimierenden Medikamente strikte zu vermeiden. Ihre Überlebenschancen wären bei einer Corona-Ansteckung sehr gering. Während der ersten Monate hielt sich die Patientin strikte an diese Vorgabe ihres Arztes. Doch es ging ihr immer schlechter. Die Isolation setzte ihr psychisch massiv zu. Sie verlor an Gewicht und wurde von Tag zu Tag schwächer. Irgendwann entschied sie, doch wieder Freundinnen zu treffen, mit Masken im Freien. In ihrer persönlichen Güterabwägung kam sie zum Schluss, dass sie für ihre Gesundheit trotz des Ansteckungsrisikos physische, soziale Kontakte braucht. Nächster Slide. Hier geht es um die Ziele der individuellen Gesundheitsinformationen. Ich bin überzeugt, Gesundheitsinformationen sind die Basis dafür, dass Patientinnen und Patienten gesundheitsrelevante Entscheidungen treffen und umsetzen können. Nur gut informierte Patientinnen und Patienten können Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen. Ich bin auch überzeugt, dass informierte Patientinnen und Patienten auch besser abschätzen können, wann sie medizinische Hilfe benötigen. Gesundheitsinformationen sind also auch ein wichtiges Mittel gegen Unter-, Über- und Fehlversorgungen. Gute Gesundheitsinformationen tragen damit auch zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen bei. Nächste. Hier sehen Sie einen Auszug. Es freut mich sehr, dass der Bundesrat die Gesundheitsinformationen der Bürgerinnen und Bürger mit seiner gesundheitspolitischen Strategie 2020 bis 2030 optimieren will. Und hier die Details dazu. Nächste. Bürgerinnen und Bürger sollen gut informiert, verantwortungs- und risikobewusst Entscheidungen treffen, die ihre Gesundheit bestimmt, so geschrieben in der Gesundheitsstrategie des Bundesrates. Nächste. Doch jetzt, wie sollen Gesundheitsinformationen ausgestaltet sein, damit sie den Patientinnen und Patienten auch wirklich dienen? Ganz zentral ist meines Erachtens, dass die Informationen bezüglich Komplexität, Inhalten und Verständlichkeit an die Bedürfnisse und Kompetenzen der jeweiligen Patientinnen und Patienten angepasst werden.
Fachleute sind immer wieder gefordert, einfache Formulierungen zur Vermittlung ihres Fachwissens zu suchen. Geschätzte Damen und Herren, falls Sie regelmäßig Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen Informationen vermitteln wollen oder müssen, empfehle ich Ihnen auch eine Auseinandersetzung mit der leichten Sprache. Beim Blick auf meine Folie haben Sie sich sicherlich etwas über den fehlenden Kontrast zwischen der Schrift und dem Hintergrund geärgert. Genau, gelb auf weiß ist in der Tat nicht lesefreundlich. Viele Menschen sind darauf angewiesen, dass Informationen barrierefrei aufbereitet werden. Leichte Sprache, Übersetzungen auch in Gebärdensprache, Zugänglichkeit zu digitalen Informationen sind für Menschen mit Beeinträchtigungen unabdingbar. Wir alle sind aufgerufen, beim Aufbereiten von Informationen deren Barrierefreiheit von Anfang an mit zu bedenken. Aber nicht nur das. Ich beispielsweise, Ü50, kann auch nicht mehr alles lesen, wenn der Kontrast nicht mehr gut ist. Das gehört zum Leben. Vor kurzem hat mir eine füllige Frau von einem Routinearztbesuch erzählt. Obwohl ihre Blutwerte gut waren, sagte ihr Arzt sehr pauschal, ich zitiere, Sie müssen dringend abnehmen. Zitat Ende, ohne sich vorgängig nach ihrer Gewichtsgeschichte und ihrem Gesundheitsverhalten erkundigt zu haben. Die übergewichtige Frau hatte schon so oft versucht, ihr Gewicht zu reduzieren. Mittlerweile hat sie vor jedem Arztbesuch Angst, denn die pauschale Aufforderung zum Abnehmen ist für sie sehr verletzend. Wenn immer möglich, zögert sie Arzttermine heraus oder vermeidet sie ganz. Ich frage mich, welche Haltung Ihr Arzt gegenüber fülligen Menschen hat. Ist für ihn Abnehmen eine reine Willensfrage? Verbindet er Übergewicht mit fehlendem Wissen über Bewegung und Ernährung, fehlender Disziplin, einem ungesunden Lebensstil? Wir alle haben Vorurteile. Indem wir uns aktiv mit unseren Vorurteilen auseinandersetzen, können wir verhindern, dass sie unser Handeln bestimmen und wir unsere Mitmenschen mit pauschalen Zuschreibungen verletzen. Gesundheitsinformationen sollten wissenschaftlich abgestützt sein. Auch dazu ein Beispiel. Eine Patientin fragte ihre Ärztin nach den Nebenwirkungen des Medikaments, das diese ihr gegen starke Monatsblutungen verschreiben wollte. Auch ein Zitat, meine Patientinnen haben keine Probleme mit diesem Präparat, Zitat Ende, war die Antwort des Arztes. Persönliche Erfahrungen und die Einschätzung der Ärztin können für einen Entscheid über eine Behandlung zwar hilfreich sein, diese Informationen sollten jedoch klar von den evidenzbasierten und objektiven Auskünften abgegrenzt werden. Die Patientin im Beispiel entschied sich gestützt auf die Packungsbeilage gegen die Behandlung, nachdem sie das Medikament bereits gekauft hatte. Dass ich versteckte Werbung im Zusammenhang mit Gesundheitsinformationen klar ablehne, können Sie sich sicherlich vorstellen. Gesundheitsinformationen sollten möglichst objektiv sein. Eine große Herausforderung für Patientinnen und Patienten ist es, an verlässliche Gesundheitsinformationen zu kommen. Eine wichtige Aufgabe von Gesundheitsfachpersonen ist es deshalb, Patientinnen und Patienten auf verlässliche Quellen hinzuweisen. Nächste Folie. Gehen wir noch kurz gemeinsam der Frage nach, wo sich Patientinnen und Patienten informieren, wenn es um ihre Gesundheit geht. Sehr wichtig ist sicherlich das Gespräch mit der behandelnden Ärztin, dem behandelnden Arzt. Ich wünsche mir, dass sich Ärztinnen und Ärzte genügend Zeit für Besprechungen nehmen können und immer auch auf Unsicherheiten und Wahrscheinlichkeiten eingehen, statt einfach die Heilung zu versprechen. Ein großes Potenzial sehe ich auch bei den medizinischen Zweitmeinungen. Leider getrauen sich Patientinnen und Patienten häufig nicht, eine solche einzuholen, da sie ihre Ärztin, ihr Arzt nicht verärgern wollen. Ich bin froh, dass der Bund die Zweitmeinung gezielt fördern will. Generell ist das Internet für viele Menschen eine wichtige Informationsquelle. Leider gibt es etliche Akteure mit kommerziellen Interessen, die im Internet allgemein gehaltene Gesundheitsinformationen zu zweifelhafter Qualität anbieten. Für Patientinnen und Patienten ist es schwierig, den Spreu vom Weizen zu trennen.
Ich hoffe, dass die Nationalallianz für die Gaucheron Library weitergeführt wird und das Angebot in der Schweizer Bevölkerung besser bekannt gemacht wird. Diese Library hat meines Erachtens mit ihren nuancierten, evidenzbasierten Informationen ein großes Potenzial, wenn die Verständlichkeit weiter verbessert wird. Patientinnenorganisationen tun viel, um Informationen patientengerecht zur Verfügung zu stellen. So realisiert beispielsweise der Förderverein Kinder mit seltenen Krankheiten, in dem ich Beirätin bin, ein Projekt zur Bereitstellung von Informationen in patientengerechter Sprache. Auch Gespräche mit Menschen, die die gleiche Krankheit haben, können für Patientinnen und Patienten sehr hilfreich sein. Und natürlich sind Diskussionen mit Freunden und Verwandten wichtig, um abzuwägen, welcher Behandlungsweg eingeschlagen werden soll. Aktuell beispielsweise interessieren uns alle Berichte von Menschen, die die Corona-Impfung bereits erhalten haben oder welche unter Long-Covid, also die längere Behandlung oder die längere Erkrankungszeit gelitten haben oder leiden. Nächstes Slide. Wir sprechen heute über Patientinnen und Patienten, wobei wir natürlich alle auch eigene Erfahrungen als Patientinnen und Patienten mitbringen. Es gibt aber Menschen, die über besonders viele Erfahrungen als Patientinnen und Patienten verfügen, weil sie häufiger Behandlungen in Anspruch nehmen müssen oder weil sie beispielsweise aufgrund einer seltenen Krankheit oder einer Behinderung, einer Beeinträchtigung besondere Bedürfnisse haben. Ihre Perspektive sollte unbedingt konsequent beim Aufbereiten von Gesundheitsinformationen einbezogen werden. Denn die Zielgruppen wissen am besten, was sie brauchen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein weiteres spannendes Forum.